Monets Garten ist ein immersives Ausstellungserlebnis. Begebt euch auf eine 360-Grad-Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke des Malers Claude Monet. Der Künstler Monet lebte von 1840 bis 1926. Die moderne Multimedia-Technik hätte ihn selbst auch begeistert, wenn sich Illusion und Realität vermischen, die Bilder lebendig werden und in den Raum fließen. Durch Musik und Projektionstechnik schwimmen die Gemälde und du tauchst ein in wunderbare Farbwelten. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Pottananda. Wir sind heute hier in Monets Garten. Der Claude lässt schön grüßen, der ist gerade mal unterwegs, der macht noch ein paar Bilder fertig. Wir gucken uns derweil sein Haus an, kommt einfach ein bisschen mit. Ja, der Garten und das Haus hier sind wirklich wunderschön. Alles wunderbar bunt. Wirklich herrlich hier, alles wunderbar bunt in tollen Pastellfarben. Man hört im Hintergrund die Geschichte zu Monet. Das ist wirklich wahnsinnig faszinierend. Das kann man wirklich gar nicht in Worte fassen. Und ja, die Bilder hier können es auch nur schwer wiedergeben. Man muss es wirklich erleben. Das ist echt was ganz Besonderes. Das ist jetzt keine Kunstaufstellung in diesem Sinne. Das ist für mich Videoinstallation auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Man ist wirklich Teil des Bildes. Das Bild fließt aus dem Rahmen heraus. Ich tauche komplett ein in das Gemälde, gestalte es mit. Das macht so Bock. Das ist richtig toll. Die Mauerleine seines Vaters läuft schlecht.